bei Nadja auf den Spuren der Liebe um Sex. Und zwar um Sex im Job. Ich begleite zwei Frauen, die im Sexbereich und im Erotikbereich arbeiten. Und ich möchte natürlich wissen, kommen die klar damit? Und wie sieht eigentlich ihr Alltag aus? Hallo, ich bin Kati, ich bin 22 Jahre alt, arbeite hauptberuflich als Technikerin und nebenbei als Escort-Dame. Wie das alles so kam und wie das Zusammenspiel läuft, werde ich heute Nadja erzählen. Hallöchen, mein Name ist Biggie Badu, ich bin 32 Jahre alt, von Beruf Erotikmoderatorin und Webcam-Girl und heute zeige ich Nadja meinen Tag. Ich hole jetzt hier Kathi vom Boxtraining ab, denn sie arbeitet als Escort-Lady und macht diesen Sport, um gut in Shape zu bleiben. Ich möchte natürlich wissen, wie sieht denn ein Leben aus einer 22-Jährigen, die im Escort-Bereich arbeitet? Da ist schon jemand ziemlich fleißig. Hallo Christine. So, einmal hier in Boxring. Handschuhe, dicke Handschuhe. Na du bist schon fleißig am Trainieren? Ja, muss auch sportlich fit bleiben. Fit bleiben, nicht weil du hier zum Boxkampf gehen willst, sondern für dich mental und körperlich. Für mich mental und körperlich, damit ja. Mein Körper in Form bleibt und alles noch so knackig ist ja. Und bleibt. Kathi, du arbeitest in einer Sexbranche. Was machst du genau? Was ist dein Beruf? Also ich bin Escort. Girl in einem High-Class-Escort-Service und begleite dort Männer für schöne Stunden in vertrauter Zweisamkeit. Letztendlich verkaufst du deinen Körper und deinen Kopf so ein bisschen, ein Stück deiner Seele, um mit anderen Männern ins Bett zu steigen, um dein Geld dafür zu bekommen. Mit 22 so eine Entscheidung zu treffen, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich schon sehr... Ja, ich mache das ja schon ein bisschen länger, also 22 war ich nicht. Ja. Nein, also meinen Körper verkaufe ich nicht, denn ich spiele eine andere Rolle. Ich bin jemand anders. Ich bin nicht ich im privaten Leben mit allem, was dazugehört, sondern ich bin schlicht und ergreifend jemand anders. Mhm. Ich bin eine feine, elegante Dame. Privat gehe ich gern nach Wacken, suhle mich da im Schlamm, höre Heavy Metal und Rock. Dort verkörper ich jemand anders. Woher kommt das bei dir, dass du privat und beruflich zwei verschiedene Personen bist? Ich weiß nicht, woran das liegt, dass ich es kann. Ich kann es definitiv. Ich weiß auch, dass viele Menschen das nicht können. Mhm. Man muss einen Cut haben können zwischen privat und berufliches. Und das gelingt mir eigentlich sehr gut. Es geht ja schon damit los, dass man sich fertig macht, schön macht, dass man sich anders zurecht macht als wie im privaten Leben, andere Kleidung anzieht, sich anders, ganz anders dasteht, neuen Namen hat. Das hilft schon. Boxen ist so für dich, ne? Aber Tanzen machst du ja auch und das ist ja dann eher für deine Kunden, oder? Auch, ja, genau. Also natürlich hält man sich auch körperlich fit, aber mal mit dem Kunden zu tanzen nach der alten Schule gehört schon auch mit dazu und sollte man auch können. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. Ja. Und ich bin gespannt drauf, was du mir noch so zu erzählen hast. Hier draußen auf dem Land in der Nähe von Hamburg lebt Biggie Badu. Das, was sie beruflich macht, gehört aber wohl eher auf die Reeperbahn, denn sie arbeitet seit Jahren als Erotikmodel und Moderatorin und als Webcam-Girl. Und ich will natürlich wissen, wie es sich damit so lebt. Ja, Biggie, vielen Dank, dass ich heute den Tag mit dir verbringen darf. Ja, na klar, gerne. Und wie sieht dein Job genau aus? Also was kann ich mir darunter vorstellen? Ich habe jahrelang im Fernsehen erotische Call-In-Shows moderiert. Mhm. Meinen Webcam-Job mache ich schon seit 13 Jahren.
Okay. Und das mache ich wirklich tagtäglich und auch mittlerweile von zu Hause aus. Und wie bist du dazu gekommen? Wie hast du damals für dich entschieden, okay, ich möchte gerne was in der Erotikbranche machen? Das ist eigentlich Holter die Polter gewesen. Ich war in der Lehre als Friseurin und wollte gerne einen Nebenjob machen. Ja, und dann habe ich mich irgendwann auf eine Zeitungsannonce beworben, Modelle für multimediale Darstellung gesucht. Ich bin dann da angekommen, es war dann tatsächlich wirklich oben ohne und ganz nackt. Und das hast du gleich gemacht, oder? Nein, ich brauchte ehrlich gesagt eine halbe Flasche Sekt beim ersten Shooting. Oh, okay, krass. Und da warst du 18? Da war ich 18, genau. Für dich war da von Anfang an gar kein Tabu? Ich habe da nie, glaube ich, noch nie so eine Schamgrenze gehabt, weil ich habe immer gesagt, so, wir sind vor Gott alle gleich, ja. Ob nun angezogen oder nackt, ne? Frau ja. ist Frau. Wenn du dich nackt zeigst, ne, ist es ja nicht nur, dass du sagst, ach, ich bin mit mir im Allen, sondern dass du damit hauptsächlich Männer ja auch erregst. War das ein Problem für dich? Nein, wie soll ich das sagen? Also es gibt einem so ein bisschen so einen besonderen Kick, ne? Dass die Männer dich natürlich mit ganz anderen Augen sehen. Das ist natürlich klar. Ja. Am Anfang, muss ich sagen, habe ich das selber sexuell erregt. Nach 13 Jahren kann man davon nicht mehr reden. Das ist so das allererste? Mit eins der allerersten. Bist du stolz, wenn du so Bilder von dir siehst? Jedes Mädchen, was in der Branche arbeitet und schon mal einen Zeitungsbericht hatte, glaube ich, ist da wahnsinnig stolz drauf und bewahrt das auch auf. Mhm. Und ich bin eben auch so, eigentlich, ich habe sogar meine ganzen ersten Fanbriefe alle aufbewahrt. Die sind mittlerweile natürlich alle in einem Karton verpackt. Mhm. Wie war das grundsätzlich für deine Familie, als du gesagt hast, okay, du möchtest gerne im Erotikbereich arbeiten? Also ich muss dazu sagen, dass meine Eltern natürlich am Anfang so, oh mein Gott, und jetzt gerät sie in den Rotlichtmilieu und ach du meine Güte, irgendwann steht sie in einem Bordell. Und dann hat sich aber sehr schnell für meine Eltern auch rauskristallisiert, dass das eben nicht so ist. Und meine Mutter hat dann irgendwann angefangen, hier und da mal irgendwelche Outfits zu kaufen für mich. So, oh, guck mal, habe ich gefunden. Und das war für mich natürlich toll, was in der Fernsehsendung zu tragen, so was meine Mutti mir gekauft hat. Hattest du nicht auch Angst? Gerade in der Branche sind ja auch viele unterwegs, die irgendwie einen eher abzocken und irgendwie das ist richtig. Schlecht drauf machen. Das ist richtig. Ich habe für mich am Anfang irgendwann entschieden, also ich möchte auf gar keinen Fall so in diese Pornoschublade rein und ich bringe dich groß raus, ist für mich völliger Käse. Das entscheidet immer noch der Zuschauer, ob er dich sympathisch findet oder nicht und nicht irgend so ein blöder Pornoproduzent, der Meinung ist, wenn deine Beine breit sind, dann ist es hübscher als alle anderen. Untenrum sehen die Frauen sowieso alle gleich aus, weißt du. Jetzt habt ihr ja auch eine Tochter, ne? Genau. Du bist verheiratet. Richtig. Und was ist, wenn sie mit 18 hier zu Hause ist und sagt, ich gehe auf so ein Erotik-Casting, was würdest du sagen? Wenn sie es machen wollen würde, dann würde ich voraussetzen, dass sie erstmal einen fertigen Beruf hat. Und dann bin ich gerne bereit, danach Unterstützung zu leisten. Dein Job findet ja auch hier statt, denn du hast ja hier dein Studio sozusagen. Arbeitszimmer, genau. Und ich würde sagen, gehe ich mit dir auf Arbeit sozusagen. Richtig. Okay. Aber mach ich ja was hier fast. Und was ist das hier? Das sind Pokale oder was? Ja, ja. Sind Pokale. Ja. Aber nicht wegen Schwimmmeisterschaften. Nein. Den habe ich von einem User bekommen, von dem Siki, für mein Lieblings-Fanorado-Girl. Ach so, echt? Das hat dir also ein Fan geschickt? Genau. Und das haben ja auch mehrere Fans gemacht, der User Award für Biggie Bordeaux. Und dann habe ich ja 2012 meinen Venus Award bekommen. Oh, das ist aber schwer. Ja. Und warum hast du den gekriegt? Für mein Lebenswerk. Kann man sagen, dieser Award ist so der Oscar in der Erotikbranche? Genau. Oh, ja, dann schau mal an. Das auch, wiegt auch was. Ja, hätte ich auch nie gedacht, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe an dem Abend gedacht, mir fällt der Arm ab. Ja, ja, da denken sich manche Jungs auch wahrscheinlich so. Was
was ist denn jetzt der Unterschied zwischen einer Escort-Dame und einer Prostituierten? Also welche Leistung musst du da erbringen? Es geht darum, die perfekte Freundin auf Zeit zu sein. Mhm. Das heißt, innig miteinander sein, zu kuscheln, zu schmusen, sich zu küssen, was zum Beispiel üblicherweise bei Prostituierten nicht passiert. Es geht darum, wirklich echte Gefühle zu zeigen. Aber wie kannst du die denn haben? So. Es ist eigentlich gar nicht so schwer, weil ich finde, ja, jeder Mensch hat irgendwie etwas Liebenswürdiges an sich. Und wenn man miteinander spricht, merkt man das ziemlich schnell. Und jeder hat irgendwas, was ich in dem Moment auch wirklich schön finde. Was findest du denn so spannend an den Männern, die du triffst? Also zum einen finde ich Erfolg auf der einen Seite gut, auch, dass das wirklich eloquente Gesprächspartner sind, also mit denen man wirklich auch mal über interessante Themen sprechen kann, was ich mit Männern in meinem Alter vielleicht nicht so könnte. Also zum Beispiel Politik oder Wirtschaft sind auch Themen, die mich interessieren. Und das sind Männer, die kommen eben auch aus diesen Bereichen. Hast du denn gerade einen Partner? Hast du einen Freund? Nein, momentan nicht. Ich widme mich voll und ganz meiner Arbeit, meinem Escort Leben und meinem Sport. Damit bin ich gut ausgefüllt momentan, vielleicht in naher Zukunft. Okay, und was muss der mitbringen, damit der... Sehr viel Toleranz. Echt? Also würdest du zum Beispiel, wenn er das nicht tolerieren würde, deinen Beruf, würdest du dann trotzdem mit ihm eine Beziehung eingehen, oder? Eigentlich nicht. Also ich würde schon weitermachen. Okay, also der Typ, der mit dir zusammen sein will, der muss die anderen Männer auch akzeptieren. Ja. Mit dem würde ich auch gerne mal tanzen, ne? I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. Ich will das auch mal. He would always win the fight. Bang, bang. He shot me down. Bang, bang. I hit the ground. Bang, bang. That awful sound. Jetzt war Philipp ja schon ein hübscher Typ, so, ne? Oder? Ja. War schon süßer. Weißt du, wie viele Männer du bis jetzt schon hattest? Ich glaube, ich möchte es vielleicht gar nicht so ganz genau wissen. Nein, also so viel sind es auch nicht, weil ich habe einfach auch Stammkunden, die ich immer wieder treffe. Ich kann es wirklich nicht sagen. Okay. Damit beschäftige ich mich aber auch. Aber wie oft wirst du so gebucht? Das kommt sehr drauf an, da ich ja noch einen regulären Job habe und meine Hobbys und meinen Freundeskreis, gehe ich vielleicht nicht hin. 2-3 Mal im Monat vielleicht. Okay. Ja. Was machst du, wenn du nicht als Escort-Dame arbeitest? Dann bin ich Technikerin und technische Abteilungsleiterin. Wissen deine Kollegen das von dir? Nein. Hättest du ein Problem damit, wenn morgen auf der Arbeit jemand kommt und sagt, Mensch, Kadi, kann ja wohl nicht angehen, was du machst? Ich bin da selbstbewusst genug. Ja. Warst du das schon immer so? So strikt? Ja. Es hat sicherlich auch was mit Erfahrungen zu tun, die man einfach in seinem Leben macht. Vielleicht habe ich einfach auch Erfahrungen gemacht, die vielleicht Mädels mit 22 noch nicht gemacht haben. Die einen dann auch ein Stück weit formen. Gibt es da so eine Erfahrung, wo du sagst, ah, vielleicht war das so der Schlüsselmoment, so, dass du das so professionell durchziehen kannst? Da gibt es sicherlich die eine oder andere Erfahrung, die ich gemacht habe. Würdest du mir wenigstens eine erzählen? Nein. Also ich fasse das mal kurz zusammen. Es gibt Erfahrungen in deinem Leben, die für dich nicht schön waren, die für dich eher schlimm waren, die du jetzt nicht sagen möchtest. Und das hat dich stark gemacht für das, was du heute machst. Ja, das ist gut zusammengefasst, genau. Ich hab euch alle ganz, ganz doll lieb. Ach, ich knutsche dich, meine Süße. Biggie, jetzt sind wir hier in deinem Webcam-Zimmer sozusagen, ne? Genau, wir sind in meinem Webcam-Zimmer. Hier arbeite ich so gut wie jeden Tag. Du bist jetzt voll auf Sendung, ne? Ja. Du bist jetzt für dich, ist jetzt hier, ne? Weißt du ganz genau, ist jetzt nicht nur meine Kamera da, sondern deine Kamera. Und du bist jetzt hier, ne? Hallo, Volker! Siehst du, die hört mir gar nicht zu. Die ist ja voll bei den Jungs. Okay, also jetzt fangen wir mal an. Du fummelst nicht nur an dir rum, du steckst dir auch was rein. Richtig, genau. Und okay. Ich zeig, wo die Mädchen rosa sind. Was zeigst du? Wo die Mädchen rosa sind. Drinne. Klapp auf, klapp so. Aber letztendlich geht es ja trotzdem immer um Sex. Fühlst du dich immer wohl mit dem Gedanken, dass du als Vorlage fürs Kommen dienst? Also da muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ist ja was, damit musst du dich ja von Anfang an auseinandersetzen, weißt du? Ja. Also entweder findest du dich von Grund auf mit dem Gedanken ab, dass du eine Wichsvorlage bist, ja, dann kannst du deinen Job auch verdammt gut absolvieren, ja, weil du ja das Wissen hast, dass du genau dafür da bist, ja. Oder du kommst damit als Frau nicht klar, dann darfst du diesen Job allerdings auch nicht machen. Ne? Okay. Was glaubst du, wie viele haben jetzt gerade daran teil, sich zu befriedigen? Kann ich dir nicht sagen. Weiß ich nicht. Jeder, der das gerade so geil findet,
dass die Taschentücher rauskommen. Der schreibt das jetzt mal. Das interessiert mich jetzt. Das wirst du kein Glück haben. Die meinst du, die mal erzählen das nicht? Da sind sie dann schüchtern, oder was? Eine Frage nach einer kleinen... Mit der Frage nach einer kleinen... Oh, Spatzelein! Also ich würde mit ihr sofort eine Lesbenshow für euch machen. Gar keine Frage, ist eine geile Frau. Aber das Problem ist, sie möchte nicht. Jetzt frage ich mich, du bist frei tätig, ne? Genau, ich arbeite ich auf Gewerbeschein, weil ich ja nicht nur Webcam mache. Mhm. Teilweise stehe ich für andere verschiedene Filmaufnahmen zur Verfügung im Softbereich. Ja. Und das Ganze läuft dann ganz normal über Rechnung über den Gewerbeschein. Softbereich ist? Softbereich ohne Sex mit fremden Männern. Die schüchterne Person heißt Nadja. Guck mal, die Angie ist da. Angie, meine Süße! Mwah. Knutscher! Das ist wirklich eine reale, echte Frau. Das ist eine Frau, Angie. Ich bin so froh, dass du da bist. Klar gibt's auch Titten zu sehen. Da kennst du auch nichts. Sie kennt er schon. Nee, er möchte die eine. Die kenne ich. Langweilig. Erstens, meine stehen nicht auf der Etage. Zweitens, bis ich die rausgepackt habe, bist du eingeschlafen, mein Freund da draußen. Ist ja unglaublich. Ich würde sagen, BG. Wir haben noch was vor. Wir sind nämlich Penthouse-mäßig heute. Heute wird das Pet des Jahres gewählt. Da würde ich mich freuen, wenn du mitkommst. Ja, ich komme auf jeden Fall mit. Dann gehen wir auch noch shoppen. Ja, das machen wir. Ich brauche ein bisschen Kleid und ich brauche ein paar Schuhe. Siehst du? Also Jungs, sorry. Die zieht sich nämlich jetzt wieder an. Tschüss. Tschüss. Wir sind raus. Katja, jetzt sitzen wir hier in einem Ambiente, was ein bisschen schickerer ist, was ja auch mehr zum High-Class-Escort passt. Wie ist denn dieses System beim Escort? Also wie kommst du an den Mann? Ja, also ich habe ja eine Agentur, die ganze Koordination macht, die ganze Planung, die ganze Umsetzung letztendlich auch. Und wie ist das mit dem Geld? Also kriegst du das Geld vorher, nachher, direkt vom Kunden oder? Ja, ich bekomme das Geld in der Regel am Anfang des Treffens in einem unverschlossenen Briefumschlag in bar. Ist das unangenehm eigentlich? Ist das unangenehmer, über Geld zu reden als über Sex? Natürlich ist das irgendwo, also das ist nicht romantisch, ne? Und wenn er dir 50 Euro zu viel gibt? Dann ist es Trinkgeld. Ah, okay. Wenn er mir 1000 Euro zu viel gibt, ist auch Trinkgeld. Je nachdem, das ist dann auch meins. Okay. Habe ich auch schon gehabt. Ja? Ja, ja, ich habe 800 Euro Trinkgeld bekommen. 800 Euro Trinkgeld? Ist das ein Stammkunde? Nee, den habe ich zum ersten Mal getroffen. Wir haben uns alles 3 Stunden getroffen oder so. Er meinte, er hat sich verzählt und ich könnte was behalten. Meine Kolleginnen, ich habe dunkle Haare da. Die Männer, ne? Die kriegen doch eine Frau, oder ist denen das zu anstrengend, einfach eine Frau zu nehmen, die auch gut aussieht und auch intelligent ist und auch... Ja. Ist denen zu anstrengend? Ja, das ist eben diese Unverbindlichkeit, die ich schätze, schätzen auch die Männer. Also die zahlen auch nicht nur dafür, dass ich komme, sondern auch, dass ich gehe. Der ganze Tag ist durchgetaktet. Und dann wissen sie, morgens habe ich ein Meeting, nachmittags habe ich noch ein Geschäftsessen und abends kommt Kathi vorbei für 3 Stunden. Und dann gehe ich schlafen und am nächsten Morgen geht es dann so weiter. Und warum schaffen wir Frauen das nicht, privat so zu sein wie du in den 3 Stunden? Weil das furchtbar anstrengend ist. Weil man eben nicht die Möglichkeit hat, wenn jemand einen die ganze Zeit 3-4 Stunden lang von seinen kleinen Schrauben erzählt, die er in Fernost herstellen lässt für Bohrinseln. Man würde dann ja sagen, Mensch, also ganz ehrlich, wollen wir mal über was anderes reden? Oder warum interessierst du dich nicht mal für mich? Ja. Na, das ist eben, dafür würden wir aber bezahlen. Glaubst du, dass die Männer nach einem Abend mit einer Escort-Dame glücklicher nach Hause gehen? Ja, vielleicht. Also was ich nicht denke, und da darf wirklich kein falscher Eindruck entstehen, ist, dass diese Männer ihre Frauen betrügen, weil sie sie nicht mehr lieben. Das ist nämlich nicht so. Es ist schon so, dass die ihre Frauen... Ich höre mir manchmal stundenlang Geschichten an und gucke mir Fotoalben, riesig, also auf dem iPad, alles durch von den letzten 10 Familienurlauben mit seiner Frau und wie sie sich verändert hat. Und da hat sie noch einen Haarschnitt und das fand er toll und wie ich den finde. Also die größtenteils lieben die ihre Frau. She's working at the pyramid tonight. Working at the pyramid. Hey, hey. Working at the pyramid tonight. Und dein Honorar, weißt du, was kostet? Du hast ja heute Abend noch ein Date. Mhm.
Und ich will dich natürlich dahin begleiten, bis der Herr kommt. Dann gehe ich auch. Aber eine Nasha-Tour ist auch immer sehr interessant. Oh, mal schauen. Ja, das sieht gut aus. Wow, ich muss hier die ganze Zeit auf dein Dekolleté gucken. Die sind ja nicht echt, ne? Nein. Nee. Nein. Bei mir merkt man das schon beim Draufhauen. Darf ich das mal? Ja. Oh, das fühlt sich aber gar nicht so anders an. Als. Und wo ist das? Da drin. Okay. So, lass uns anziehen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Hier willst du nie wieder raus. Krasse Schuhe, oder? Naja, nur, ich meine, je höher der Schuh, desto schlanker das Bein. Ja gut, hoch ist ja hoch, aber das ist ja schon voll informiert. Ich würde gleich sagen, es ist so ein bisschen nuttiger Style. So. Also ich bin tatsächlich eine kleine Elster. Ja? Und tatsächlich alles, was glitzert, finde ich. Danke. Alles, was glitzert, finde ich schön. Ja. Da ist mein Mann auch mal so, weißt du, für den bin ich seine Barbie. Mhm. Und alles, was glitzert, das kriege ich angezogen. Ich frage mich nur, ob das jetzt wirklich privat so dein Geschmack ist oder ob das so vom Job ist. Ich würde so eine Schuhe auch tatsächlich privat anziehen. Klar, warum nicht? Dann Chakalaka, haben wir das? Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Ist das denn wichtig, dass du mit qualitativ hochwertigen Luxusartikeln zu deinen Kunden gehst? Ja, selbstverständlich. Also das ist unumgänglich, weil das tragen die Kunden auch. Die tragen eben auch maßgeschneiderte Anzüge, deren Frauen im Zweifel auch. Okay. Ja, man will sich ja auf Augenhöhe begegnen, darum geht's ja. Und was ist bei dir immer mit drin? Also wie viel Geld gibst du aus, um so auszusehen und alles dabei zu haben, was die Männer auch verlangen? Also insgesamt sicherlich ein paar tausend Euro. Wobei man dann allerdings auch seine Sachen hatte. Also man braucht ja nicht so viel. Ne? Also zwei Kostüme, ein Cocktailkleid, ein paar gute Strümpfe, gute Schuhe, gute Tasche. Wenn man damit, und man kauft ja auch hochwertige Sachen. Ne? Also wenn ich hier zum Beispiel, das ist so eine perfekte Tasche auch für ein Treffen. Ne? Ja. Sieht nett aus, damit kann man überall hingehen. Shine bright like a diamond. So sieht ein typischer Kunde aus. Ja. Da kann ich eben nicht in H&M, Aussie oder sonstiger stehen, sondern das muss dann alles. Also das heißt, in den Laden, wo wir jetzt gleich gehen, da falle ich auf jeden Fall auf. Wenn mich heute einer anfasst, der weiß Bescheid. An der ist keine Qualität. Hey bitch, do you really, really, really wanna go hard? Go in the cribs, do you step on this credit card? Du sagst schon, dass du auf jeden Fall mittlerweile in der Liga spielst, in deiner Branche, wo du sagen kannst, da habe ich auf jeden Fall was gerissen. Ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Glamourös ist dein Leben ja überhaupt nicht. Nein. So, ne? Nein, das denken ich aber bin viele. Total. Ja, genau, das denken viele. Viele denken, ich habe goldene Wasserhähne, ich verdiene das, was Günther Jauch verdient. Das ist ja alles völliger Quatsch. Ja, weil ja viele auch denken, dass Sex sells, ne? Jetzt kommen wir mal ganz kurz zu dem Thema Emanzipation, ne? Es gibt natürlich viele Frauen, die sagen, Moment mal, heutzutage muss keine Frau mehr sich im Erotikbereich irgendwie zeigen. Weil wir Frauen, wir sind auch in der Lage, andere Jobs zu machen. Also von müssen kann ja gar nicht die Rede sein, denn ich mache es ja aus freien Stücken. Mhm. Ich mache es, weil ich es möchte, weil ich da was tue, was mir liegt und was ich gerne mache und wo ich glaube, verdammt gut drinne zu sein. Wenn du dich so fertig machst für so ein Event wie die Penthouse-Gala heute Abend, ist da Konkurrenz auch so ein Thema? Ich kann mir gut vorstellen, dass die eine oder andere da tatsächlich eine Konkurrenz in mir sieht, warum auch immer. Ja, ach so, und siehst du denn auch in den anderen? Nee, eigentlich überhaupt nicht, weil ich sag mal so, wir sitzen ja alle im selben Boot und rudern in dieselbe Richtung und wir bedienen ja alle dasselbe
na, dieselbe Branche und dasselbe Metier, also von daher. Und die Geschmäcker der Männer sind ja zum Glück unterschiedlich und wir Frauen sind alle unterschiedlich. So geht man heute feiern. Jetzt sind wir in einem ziemlich schicken Laden. Bist du hier öfter mit deinen Kunden? Ja, das kommt schon vor, regelmäßig. Ist ja auch ein besonders schönes Hotel. Wenn jetzt gleich jemand kommen sollte, der das noch nie in Anspruch genommen hat und du merkst, der ist nicht ganz bei der Sache und traut sich nicht und so, bist du dann die Chefin oder? Ja, also es liegt auch an mir, die Initiative zu ergreifen, auch die aktive Rolle zu übernehmen, ihn zu verfüllen, ihn abzuholen dort, wo er ist gerade. Ne? Und es gibt Männer, da ist es ganz einfach. Es gibt Männer, die brauchen eben erstmal eine Zeit. Es ist eben umso wichtiger, dass ich sofort merke, auf wen habe ich da gerade vor mir und wo steht der? Bist du aufgeregt? Jetzt? Nee, eher in freudiger Erwartung auf das, was den Abend noch bringt. Okay. Kathi, das war wirklich interessant, was du erzählt hast und wie diese Branche so aussieht. Ich bedanke mich dafür, dass du mir das so ehrlich erzählt hast alles und wünsche dir einen schönen Abend. Tschüss. 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 Das ist also sozusagen die Eintrittskarte. So schnell bist du drin in dem Geschäft, schon fasst dich jemand Fremdes an. Frau Schäfer, ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Ihr seid Freundin? Ja, genau. Ja, kann man das so sagen? Ja. Ist da ein Konkurrenzdenken zwischen euch beiden? Von meiner Seite her nicht. Nein. Überhaupt nicht. Und wenn du ihr auf die Brüste guckst, auch nicht? Sind die echt? Nein. Nee, dann nicht. Schäfer. Super, was eine Überraschung. Jetzt bist du nicht Miss Penthouse geworden, 2012, aber immerhin, du warst auf dem Cover, du machst deinen Job seit Jahren. Was denkst du, geht das so weiter oder ist irgendwann mal der Zeitpunkt zu sagen, ich verabschiede mich? Überraschen. So sieht's aus. Genau, okay. Ich verrate nichts. Ihr dürft auf 2013 gespannt sein. Biggie, ich habe mich heute überraschen lassen. Das war sehr, sehr spannend und interessant, mal so aber deinen Tag. Du haust dich ab, wir schicken die Jungs nach Hause. Ja, ich würde wir sagen. Wir beide gehen jetzt noch ein Sektchen trinken. Und ich würde sagen, ich habe das letzte Wort und verabschiede mich. Alles Gute. Tschüss. Tschüss.